Ja, die Münze wurde eingeworfen, vielen Dank. Ja, dann können wir anfangen. GPN 19 ist noch nicht vorbei, erst wenn wir diesen Talk hier beenden. Wir haben in den letzten 4 Tagen viel, viel Lustiges erlebt das wollten wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Also ich hoffe, dass von allen, was dabei ist, ein paar Bereiche haben mir Zahlen geschickt, von anderen habe ich noch nichts gekriegt, aber vielleicht rennen die ja noch rein und brüllen dann die Zahlen in den Raum. So, also wir haben eine Einkaufsabteilung und da gibt es dann immer so Missverständnisse. Also jemand dachte, wir kaufen auch für die Teilnehmer ein und dann hat jemand gefragt, ob er ein Zelt gekauft haben kann. Das können wir aber nicht. Dann, was uns ein bisschen ungewöhnlich erschien, aber dann erklärt wurde, das Zelt kam rein und meinte, wir brauchen 10 Liter Orangensaft und einen Trichter. Das ist aber wohl alles gut, da wird dann irgend so eine Lösung gemacht, dass wenn man dehydriert ist, dann kann man die trinken oder so. Ihr könnt das beim Zert erfragen, ich habe da keine Ahnung von. So, aber die Leute haben ja nicht nur Orangensaft im Trichter getrunken, sondern auch irgendwie Chunk. Sie haben auch leider irgendwie mehr Chunk getrunken, als wir dachten, dass sie trinken. Und es stellt sich raus, dass die Vorräte der Metro endlich sind. Genau, und in jeden Schunk gehört auch ein Strohhalm. Jetzt wisst ihr vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Also stellt sich auch, dass auch bei Rewe einen endlichen Vorrat an Strohhalmen. So, und wir waren ja mehrmals bei der Metro, also so täglich mehrmals. Und das Problem ist, also wir haben da so eine Kundenkarte und die zieht man durch und dann wird das vom Konto abgebucht. Jetzt ist das aber wohl so, dass wir so oft dort waren, dass unser Kreditrahmen nicht ausreicht. Und da, wir haben ja bei der Metro auch bestellt und auch selber quasi wurden beliefert und wurden auch irgendwie, waren dort. Und offenbar gleicht das System, der Kreditrahmen pro Kunde gilt für beides, sowohl Lieferung als auch Einkauf im Laden. Allerdings, der Cronjob, der das prüft, der ist nicht so schnell. Und deswegen haben wir einfach diesen Kreditrahmen krass überzogen, woraufhin das SAP dann meinte so, Moment mal, der darf gar nicht so viel Geld haben, ich mache jetzt nichts mehr und hat sich geweigert, bei uns Geld abzubuchen. Und man muss irgendwie, JC hat diesen Einkauf gemacht, der war schon irgendwie um 6 Uhr morgens wach und war dann nett genug, uns erst um 8 von der Orga anzurufen, wo wir noch irgendwie so halb komatös auf dem Sofa lagen und meinte, er braucht jetzt Geld, so, weil sonst wollen die uns nicht gehen lassen und er hätte gern einfach 2000 Euro in bar, so in den nächsten 5 Minuten. Wir haben es gleich in den nächsten 20 Minuten hingekriegt, unser Finanzer war da und hat mit der magischen Kreditkarte durchgezogen und dann war es alles wieder gut. Aber gut, also so, wenn ihr irgendwie, wir haben da wieder lustige IT-Sicherheitsprobleme aufgedeckt, vielleicht sollten die mal ihre Cronjobs anpassen. So, aber wir haben ja irgendwie eingekauft, aber wir wechseln das jetzt immer so zwischen den Bereichen durch, das gibt es keinen goldenen Faden. Ich habe die Präsentation im Herlaufen gemacht, ihr habt es ja gesehen. Wir haben das Schnops kümmert sich, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig geschrieben habe, um das Bedürfnis von jungen Eltern und ganz kleinen Kindern. Und was ist so die erste Zahl, bei der man am Schnops denkt? Naja, natürlich die Anzahl an verteilten Schnapspralinen. Denn gestern war, so habe ich erfahren, internationaler Tag des Kängurus und unsere Kinderbetreuung hat deswegen Schnapspralinen verteilt. Natürlich. Also mir haben sie gesagt, dass sie es nicht an die Kinder gegeben haben. Aber also keine Schnapsleichen, da haben sie doch nicht genug verteilt. Allgemein kann man sagen, dass wir irgendwie über 15 glückliche Kinder mit ihren Eltern hatten und das Angebot wird immer weiter angenommen. Wir wollen das auch nächstes Jahr weiter ausbauen und vielleicht nicht nur irgendwie Kleinkinder und Säuglinge, sondern auch schon etwas ältere Kinder. Schnops meinte, sie wollen so ein Smallland machen wie bei IKEA, wo man sein Kind reinwerfen kann und später abholen. Und wir zeigen ihm dann, wie man Arch Linux installiert und dann ist alles gut.
So, wir waren vorhin beim Einkauf, jetzt sind wir über der Küche und jetzt müssen wir leider wieder über die Metro reden. Es ist unklar, wo dieser Fehler passiert ist, aber wir wollten eigentlich 44 Kilo Zucker haben. Ich habe es beim Opening schon gesagt, aber es kam 440 Kilo. Es hat sich dann gezeigt, dass es nicht nur das Einzige war, was zu viel war. Wir haben nämlich auch zu viel Koriander bekommen. Also, ich weiß nicht. Also Koriander ist jetzt auch nicht so ein Gewürz, was man, glaube ich, jeden Tag so viel isst. 600 Gramm ist schon viel, 6 Kilo ist dann irgendwie noch mehr. Also die gesamte Tiefkühlbestellung war doppelt da. Allerdings ist davon auch alles weg. Insofern hat das alles gepasst. Es ist irgendwie it's a feature, not a bug oder wie Oma auch immer das sagt. Die Küche selber hat enorm geleistet. Also die haben teilweise unter akutem Helfermangel täglich irgendwie 700 Portionen Gulasch und tausende Tonnen Pizza und Apfelkuchen mit viel zu viel Rum verkauft. Also großen Applaus für die Küche bitte. Genau. Weiteres ist aus der Küche nicht bekannt. Ich hoffe, denen geht es allen gut. Aber vielleicht haben sie auch zu viel Party gemacht und schlafen noch. Wir hatten auch wieder die Chaos-Vermittlung bei uns, die mit den schönen Feldtelefonen wieder lustige Cross-Connects angestellt haben. Also ihr habt die Telefone ja gesehen, mit denen kann man rumtelefonieren. Es gab Bohnen in die Ohren, das war das eine Lied, was heute Morgen in der Playlist gefehlt hat. Und natürlich sogar ein Fernschreiber war da. Ich habe das auch nur am Rand mitbekommen, aber ihr habt es bestimmt schon gesehen. Weiter, genauso wie die Küche experimentell arbeitet, ist auch die Chaosvermittlung sehr experimentell. DSL über Chaosvermittlung, genauso wie DSL über nassen Bindfaden oder Bananenschale oder was auch immer die Leute in der Hand haben, geht alles. Da wurde viel gebastelt. Und man sieht auch, die Kunden von unserem Gulasch 100-Anschluss waren wohl offensichtlich glücklich, denn da ist erfolgreiche Verbindungen zustande gekommen. Genau. Wir haben es angesprochen, das Teezelt der Hexen. Und die Hexen haben das ist sehr, sehr wirklich, also beeindruckend. Ich glaube, das war so das Hidden Feature dieser GPN, ja, dieses Teezelt. Da gab es irgendwie virtuelles Lagerfeuer. Als ich das beim Opening angekündigt habe, dass es ein Lagerfeuer gibt, habe ich da schon irgendwie die Techniker, die hinten saßen, die dafür verantwortlich sind, die sind schon fast rückwärts umgefallen, weil Feuer im Gebäude. Aber rein virtuelles Feuer und auch sehr eifrig, vielleicht sogar ein bisschen übereifrig, denn es stellt sich raus, dass dieser eine Teppich, der da lag, der gehörte eigentlich dem Rektorat der HFG und es war nicht so abgesprochen, dass der da lag und den mussten wir dann sehr spontan wieder zurücktragen. Sonst ist alles gut. Also es war gemütlich, es war im Foyer und ich denke, das wird auch die nächsten Jahre ausgebaut. Wir kommen wieder zum Essen. Ihr seht schon, eigentlich müsste es, wir tun irgendwie mehr Essen wie Programmieren, weil in den ganzen Slides ist nichts über Programmieren drin. Das sieht man auch, dass der Entropia, also der der das veranstaltet in Karlsruhe, auch zwei Spülmaschinen in seiner Küche hat, weil wir so viel essen, dass das Geschirr in eine nicht reinpasst. Wir hatten das Wok und die haben Waffelteig gemacht und zwar in ganz großen Mengen. 42 Eimer Waffelteig. Die haben dann 2600 Waffeln ergeben. Davon, und das waren ja nicht nur normale Waffeln, wir wollen ja Waffeln hacken, es gab 16 Dönerwaffeln. Also ich habe diese Zahl gekriegt, ich weiß nicht, wie eine Dönerwaffel aussieht. Offenbar hat es jemand überlebt. Dann irgendwie, wie man aus Waffelteig glutenfreie Waffeln macht, ist mir jetzt nicht klar, aber es gab drei glutenfreie Waffeln. Vielleicht war das Waffeleisen kaputt, gab es dann ein Eis aus Waffelteig. Hat wohl auch jemand überlebt, muss wohl irgendwie cool gewesen sein. Und das C3 Wok hat auch eine Webseite, da gibt es dann alle weiteren Zahlen und Infos zu den Waffel- und Geheimwaffelaktivitäten des C3 Wok. Genau, aber springen wir doch von den Waffeln wieder in einen Nicht-Essensbereich, nämlich in das Post-Office. Was ja dieses Jahr zum ersten Mal auf der GPN war und auch für viel Erheiterung gesorgt hat. Und ich glaube, das ist auch einer der ausführlichsten Berichte. Also es gibt bestimmt was zu lachen. Also Postkarten nach extern haben wir 292 nach Deutschland verschickt, 41 internationale Postkarten. Da passieren natürlich eine Reihe von lustigen Dingen.
Also, was macht man, wenn man irgendwie nicht zur Bar gehen kann? Dann bestellt man sich Chunk per Nachname. Es geht, ja. Es gab Kettenbriefe und jemand hat eine Base64 enkodiertes JPEG verschickt, was eine 5 Meter lange Nachricht produziert hat. Das so passiert, und es gab auch irgendwie Zustellung diverser Fernschreiben der Chaosvermittlung. Also da auch nochmal ein Cross-Connect, vielen Dank an das Post Office. Ist aber nicht vorbei, denn wie ich erfahren habe, gab es auch die E-Post-Briefkarte. Also man musste gar nicht mehr aufstehen, sondern man konnte im Internet Postkarten bestellen, die wurden dann ausgeliefert. 300 davon gingen an die GPN und 165 davor auch an die GPN. Ich habe es auch nicht ganz genau verstanden, was das bedeutet. Aber ihr könnt auch Postkarten in die Zukunft verschicken, die kommen dann nämlich auf dem Camp an. Und wenn das nicht genug Zukunft ist, dann zum 36C3. Die werden jetzt wahrscheinlich irgendwie gelagert und dann da ausgeliefert. Und von diesen Postkarten wurden 220 erfolgreich ausgestellt. Ich fand das irgendwie lustig, weil wir waren auch in unserem Backoffice und dann kam dann irgendwie nachts um 2 so ein Postbote rein, der irgendwie ziemlich müde aussah und dann Leute gesucht hat und stand dann da und meinte so, ich suche einen Fisch. Und ich bedanke mich sehr für die Person, die mich mit Fisch adressiert hat und dass die Postkarte auch angekommen ist. Im weiteren Verlauf war diese Person, glaube ich, so fertig, dass sie sich dann, das Backoffice war im ersten OG, an das Geländer gestellt hat und einfach den Namen der Empfänger in den Raum gebrüllt hat, in der Hoffnung, dass sich jemand meldet, aber hat wohl alles geklappt. Die Sendungen konnten auch mit Sendungsverfolgung verschickt werden, allerdings gab es da wohl irgendwie, wenn die Chaos intern sind, dann hat es das nicht, deswegen ist es unbekannt, vielleicht wurden da eine oder 10.000 Karten verschickt, wir wissen es nicht. Und von 10 Kartensorten wurden von 7 alle verschickt, also es ist jetzt ziemlich leer und dann könnt ihr da, die haben jetzt auch schon leider zu, ihr könnt keine Postkarte mehr verschicken, aber im nächsten Chaos-Event, wenn sie da sind, auf jeden Fall wieder. Dann vom Nicht-Post sprechen wir wieder zum Essen oder mehr oder weniger zum Trinken, wir hatten nämlich eine Bar. Und die Bar war dieses Jahr sehr gut organisiert. Es ist fast schon eklig, wie gut das organisiert war. Also Applaus dafür. Auch dafür, dass sich jemand traut, so eine Kassensoftware für unsere Chaos-Bar zu schreiben und die einfach direkt produktiv hier zu testen. Hat offenbar funktioniert. Genau, also wir haben 17.059 Getränke verkauft. Das bedeutet aber auch, dass wir über den Laufzeit der gesamten Bar, also von Donnerstag 16 Uhr bis jetzt, alle 15 Sekunden ein Getränk verkauft haben. Also nicht so schlecht, das hat sich vielleicht jetzt nicht in der Warteschlange abgespielt, aber ihr müsst da denken, die Bar ist, glaube ich, pro Tag zu 6 Stunden geschlossen. Also das sind dann eigentlich doch deutlich schneller noch, werden da Getränke verkauft. Wir haben auch Snacks verkauft, es gab Brötchen für das Frühstück, weil das immer zu sehr interessanten Szenen in der Bäckerei führt, weil wir bestellen die vor Ort, also nicht über das Telefon, weil da gibt es mehr Rabatt. Ja? Und dann stehe ich da so in der Schlange und dann sagt die Bäckerin so, das macht dann bitte 1.480 Euro. Und gibt mir so eine Semmel, die ich halt gerade noch dazu bestellt habe, und ich gehe dann wieder raus. Genau, also wir sehen schon, also auch unser Umfeld ist ziemlich hart sozusagen mitgenommen von der GPN. Allerdings haben wir es noch nicht geschafft, mehr zu konsumieren, wie die Bäckerei selber verkauft. Also nächstes Jahr einfach mehr Frühstück essen, dann brechen wir auch den Rekord. Jetzt muss ich leider noch eine etwas traurige Statistik zeigen. Wir hatten ja auch ein bisschen Einwegpfand, aber davon sind leider nur 25% zurückgekommen. Ja. Wer fühlt sich schuldig? Niemand? Alle? Nee, also das ist ein bisschen unglücklich, aber das nächste Mal, vielleicht hat es auch jemand irgendwie in den Mülleimer geworfen oder was auch vorgekommen sein soll, ist, dass Leute auf die Idee kamen, das Einwegpfand in schwarzen Mülltüten zu sammeln und die fleißige Putzfirma eine Mülltüte sah und so, oh, das gehört in die Müllpresse. aber das passiert immer. Ich habe auch schon von anderen Festivals gehört, die Fundsachen praktischerweise in einer Abfalltonne gelagert haben.
Also gut, da ist noch Verbesserungs... Das haben wir nicht gemacht, ja, möchte ich nur kurz klarstellen. Aber man kann da ein bisschen verbessern an der Stelle. Und wenn ihr auch dran denkt, das Einwegpfand zurückzubringen, dann ist das auch cool. Vom Essen kommen wir wieder zum NOC. Das NOC, ja, das macht was mit Servern. Jetzt habe ich hier ein paar Zahlen gekriegt und die haben natürlich sich um das Internet und das WLAN gekümmert. 110 Gigabit Upstream. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Chaos-Veranstaltungen ist das immer noch die beste Ratio von Geschwindigkeit pro User. 2720 Ethernet-Ports, 1,7 Kilometer Glasfaser, 80 Gigabit Interphone-Traffic. Leute in der Colo haben es wieder übertrieben. Irgendjemand hat auch sein Blade Center ins Hack Center gestellt und dann meinte ich so, was ist das? Dann meinte er, ich trockne mein Handtuch. Also es ist viel passiert. Mit dem Internet, gut, ja, also die 110 Gigabit haben wir dann mit 25 Up und 19 Down irgendwie sinnvoll ausgenutzt, würde ich mal sagen. Muss ja so sein. 3000 Clients im WLAN, über 4000 verteilte IP-Adressen. Und natürlich die coole Co-Location, die wir am Eingang hatten. Das ist eigentlich das Pförtnerhaus und dann nach mehreren Gesprächen, dann konnten wir die Hochschule überreden, durch diese Server das Pförtnerhäuschen optisch aufzuwerten. Also vielen Dank dafür. Ja. Genau, ja, also das NOC hat auch, ist natürlich immer ganz vorne dabei mit Dashboards, da sieht man so ganz schön an den DHCP-Leases, wann ja alle wach seid und wann nicht, also die Hochzeit ist so gegen Mitternacht, glaube ich, ja, so irgendwas in der Richtung. Gibt ganz viele Statistiken, ich habe leider, weiß gar nicht, wo die Webseite liegt, habe das aber zugeschickt gekriegt, also man sieht, auch da kräftige Arbeit geleistet im Hintergrund, vielen, vielen Dank an das NOC. Genau. Jetzt ist natürlich so, dass wir haben, ihr wisst ja, das ist ja auch alles vom VOC gestreamt. Jetzt ist natürlich zwischen dem Video Operation Center und dem Waffel Operation Center irgendwie ist es beides das VOC. Ja, also was ist was? Und irgendwann kam dann so irgendwie der Joke, dass das VOC mit V, das ist die Waffeln, weil man schreibt ja Waffeln mit V, genauso wie das Video Operation Center mit W geschrieben wird. Und, aber ich glaube, der Jackpot wurde schon am Aufbau sozusagen geknackt, als dann ein Schild aufgetaucht ist mit dem Lieferantentor. Immer ganz gut, ganz gute Sachen dabei. Genau, es sind bestimmt noch viele andere Dinge passiert. Und das ist aber nicht mein Telefon. Das da, soll ich das jetzt aufnehmen oder wie? Ja. Hallo? Hallo, Pfiff. Ja, selbstverständlich, alles klar. Also, ich wurde soeben von Fifth informiert, der da drüben sitzt. Es gibt noch Gulasch, es gibt noch 400 Portionen Gulasch am Gulaschzelt und die braucht ihr natürlich, ja. Aber, naja, also ich sehe jetzt schon die ersten, die jetzt gehen. Ihr könnt auch mindestens den Vortrag zu Ende hören. Bis, oh. Oh, Entschuldigung, um 15 Uhr gibt es das Gulasch erst. Was? Ach so, ja. Also das Gulasch gibt es erst, wenn abgebaut wurde. Nee, also es ist Gulasch da, wie gesagt. Um 15 Uhr gibt es nochmal. Aber ja, es muss auch abgebaut werden. Also das haben wir schon... oh, ich habe das Bild vergessen. Ah ja, da ist das Original. Ja, also wir sagen ja immer, ihr seid ja keine Besucher, sondern Teilnehmer und das ist euer Wohnzimmer und ihr räumt euer Wohnzimmer ja auch auf und deswegen bitten wir euch ja auch hier ein bisschen mitzuhelfen. Es ist alles geholfen, irgendwie eine Bierbank aufzuräumen, Müll aufzusammeln. Ich meine, ihr seid erwachsen genug, um zu wissen, dass Müll in den Mülleimer gehört und sonst nirgendwo hin. Oder irgendjemand helfen, dass, weil... ja, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, da ist ja keine Eventagentur dahinter oder irgendwelche bezahlten Minions, sondern auch nur Freiwillige wie ihr alle. Und deswegen, wenn wir jetzt hier dann gleich demnächst rausgehen, schnappt euch irgendwelchen Stuff, räumt den auf und dann könnt ihr irgendwie kurz nach 15 Uhr euch auch nochmal so ein Abbaugulasch holen. So, jetzt frage ich aber mal, wer hat denn alles wirklich mehr als eine Schicht getrollt hier? Ja, wer hat mehr als 10 Schichten getrollt? Okay, fast. Ja, das finden wir natürlich gut. Und wir haben Geschenke für die Trolle, und zwar nämlich, ich glaube, für die Top 100 Trolle gibt es ein Handtuch. Da hat schon jemand eins, möchtest du das mal kurz
nach vorne. Oh, ja, das war. Danke sehr. Also das Ding ist, eigentlich haben wir Schüsseln, aber das hat nicht so geklappt. Weil offenbar es wohl zu kompliziert war, im Vorfeld 200 Keramikschüsseln zu bestellen. Also nicht unsererseits, sondern von der Firma, die die Schüsseln herstellt. Deswegen haben wir einfach Handtücher gemacht, weil dieses Jahr ist ja Camp. Und auf den Handtüchern, man sieht jetzt, ist hier auch das Motto der Veranstaltung eingestickt. Also es ist ein personalisiertes GPN-Handtuch, was die Top 100 Engel oder Trolle, Entschuldigung, jetzt habe ich schon das falsche Wort gesagt, die Top 100 Trolle kriegen... Also das war jetzt etwas unerwartet. So. Die Top 100... So, hatte ich jetzt ein Handtuch wieder. Also die Top 100 Trolle kriegen ein Handtuch. Allerdings haben wir noch mehr Überraschungen. Ja, so. Ihr wisst ja, also die Handtücher sind ja wichtig. Es gibt ja dieses Jahr das Camp. Ja, habt ihr vielleicht schon gehört von. Wer hat denn schon ein Camp-Ticket? Okay, fragen wir andersrum, wer hat noch keins? Genau, also wir haben uns Folgendes gedacht. Da Camp-Tickets sehr rar sind, ja, und das auch irgendwie manchmal schwierig ist, wenn man an eins zu kommen, haben wir 10 Tickets zur Seite gelegt und werden die Helfer von top-down sozusagen anschreiben, ob sie die Möglichkeit nutzen wollen, dieses Ticket sozusagen zu bekommen. Also wir können es auch nicht schenken, ja, aber wir haben sie sozusagen reserviert für euch. Also der Entropia hat von seinem, ihr wisst ja, jeder Erfa oder jeder chaosnahe Kreis bekommt so Ticketkontingent. Wir dachten uns, weil wir wollen natürlich auch fleißiges Helfen auf der GPN belohnen, dass wir sozusagen da ein Kontingent von 10 Tickets zur Seite stellen. Und das, jetzt ruft genau jemand an, vielleicht gehe ich da auch nochmal dran und dann erzähle ich einfach weiter. Ja, das mit dem Gulasch weiß ich schon. Und dann, oh, jetzt hat er wieder aufgelegt. Ja, gut. Nein, es war Martin. Aber genau, also der Plan war, dass wir sozusagen den Top-Helfern da die Möglichkeit geben, ein Camp-Ticket zu bekommen. Und jetzt kläre ich das nochmal gleich ab. Wir haben ja schon einmal telefoniert, da kann ich es ja gleich nochmal machen. Und dann sind wir auch gleich fertig. Es muss ans Telefon gehen. Tum, 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 tum. Also... Danke sehr. Ach so, der Teilnehmer ist nicht erreichbar und wird per SMS benachrichtigt. Naja, gut. Also, haben wir das geklärt. Was wir machen wollen, ist sozusagen, dass wenn ihr noch kein Camp-Ticket habt, ja, ihr aber jetzt irgendwie fleißig Helfer habt, dann kriegt ihr vielleicht eine E-Mail von uns, die sagt, hey, du hast bei uns die Möglichkeit, eins zu bekommen. Wenn ihr schon eins habt, dann seid doch bitte so fair und ermöglicht jemand anders, diesen Platz wahrzunehmen, und dann tun wir einfach die Liste weiter abarbeiten. Genau. Und das war im Prinzip eigentlich alles. Wir können an dieser Stelle, und ich sage wir, also als der Entropia, Danke sagen. Ja? Danke, dass ihr so cool hier wart, dass ihr fleißig gespendet habt. Wenn ihr vielleicht noch was spenden könnt, dann könnt ihr das auch jetzt noch machen. Cool, danke, dass ihr beim Aufbau geholfen habt. Danke, dass ihr gleich beim Abbau hilft. Danke, dass ihr alle wirklich lieb zueinander wart. Also es gab irgendwie Stress und Vorfälle und Probleme, sind jetzt nicht bekannt. Ja, wir sind sehr glücklich darüber, dass es möglich ist, eine Veranstaltung mit so vielen Menschen, also irgendwo zwischen 1.600 und 1.800 Besuchern, reibungslos durchzuführen. Wir mussten auch mal kurzzeitig was evakuieren. Das lief alles cool und alles chill und keine Panik und so. Also großes Lob an euch, großen Dank an euch. Denn ihr wisst ja, also die GPN ist einzigartig und das Konzept ist auch einzigartig. Also eine Veranstaltung dieser Größe mit freiem Eintritt und ohne werbefinanziert von irgendwelchen Konzernen ist natürlich selten. Und das ist auch das, was ja alle im Entropia motiviert. Also wir arbeiten ja richtig hart daran, dass sozusagen dass wir euch die Möglichkeit geben, dass ihr euch hier frei entfalten könnt. Und wir sind euch sehr dankbar, dass ihr dieses Angebot so angenommen habt und freuen uns auch, wenn ihr hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder vorbeikommt, die Veranstaltung besucht und irgendwie uns mithilft, damit wir alle zusammen, wie gesagt, ihr seid keine Besucher, sondern ihr seid Teilnehmer, alle zusammen ja diese coole Sache gerockt kriegen. Vielen, vielen Dank und jetzt noch viel Spaß beim Abbau.